Guten Morgen. Ich habe Frosch im Hals. Ich sehe gerade mein Autoschlüssellicht hier rein. Und ich habe gerade gesehen, der Roy hat wohl es nicht mehr geschafft zu verstecken vor mir. Das hat 3,99 Euro gekostet. Schreck mich nicht, du. Was ist das? Das ist für uns alle. Was ist so. Das? Ja, jetzt pass doch auf. Das Ding macht man sich auf den Dosenkühltasche. Das ist ein Kühler. Ja, für den Sommer, Walla, für den Strand. Man geht so, weißt du, und hat 5 Dosen, also bis 0,5 Liter. Und dann hält es das kalt. Weil wer kann das? Willst du eine ganze Kühlbox mitschleppen und pusten? Weil da ist kein Strom zum Kühl machen. Ja, wir sind immer noch hier zu Hause. Wir konnten leider erst ab Dienstag, gell, die Unterkunft buchen. Sonst wären wir schon weg. Ich hätte die schon früher buchen können, aber ich wusste nicht, ob ich Urlaub kriege. Ja, oder so. Oder so. Deswegen haben wir erst ab da gebucht. Sag ich doch. Forschen heißt. Hast du auch meine Kontaktlinsen gezeigt? Unnötig. Unnötig. Nee. Wir fahren jetzt einkaufen, denn wir brauchen jetzt zweimal Mittagessen und Knabbereien für die Fahrt. Leonies Outfit ist so süß heute. Mit? Ja, Papa zieht sie immer an. Peppa Pig. Aber warum immer Socken? Ja, es ist heute kein Ossi. Es regnet. Oh. Ja, ich komme aus dem Osten, ich darf das sagen. Das ist Ossi. Weißt du, wie mich meine Eltern früher, ich musste eine Radlerhose anziehen, eine grüne. Und die Socken waren bis unter die Achselhöhlen gezogen. Hallo, wir sind beide Ossis. Und meine erste Freundin hat mich darauf hingewiesen beim Laufen, dass man das nicht macht. Sexy. Ah. Wir haben gestern Schokobananen gehabt. Ja, kannst du auch. Mozzarella haben wir noch. Wer hat die gekauft? Der Daddy, genau. Einkaufskorb. Daddy! Daddy! Leonie hat ihre eigenen Worte. Hast du jetzt nach der Toilette geguckt für Leonie? Was für eine Toilette? Nein. Mal bestellen. Amazon redet im Moment nicht mit mir. Warum? Keine Ahnung. Hast deine Rechnung nicht bezahlt? Ich gehe erst in Urlaub, um dann zu sagen. Ach so. So, haben wir alles. Mein Autoschlüssel liegt hier. Ja. Warte, Leonie. So, bis gleich. Halt meinen Rucksack. Oh, Briefe. Willst du erzählen, wo wir sind? Nee, ungern. Warte, ich zeig's euch. Da-da. Was war das? Die Flasche. Wir sind bei Lidl, weil beim Kaufland war es so voll, dass alle Mutter-Kind-Parkplätze, alle Behinderten-Parkplätze, alles voll war. Also kein Parkplatz. Wegen Pfingsten. Krass. Deswegen sind wir jetzt hier zu Lidl. Und hier sind noch viele Parkplätze frei. Hier ist entspannter. Gut, der Laden ist auch kleiner. Mal gucken. Warte, ich gebe euch einen Chip für den Wagen. Wir sehen ja. Schöne Pflanzen hier. Das ist doch eine Olive, oder? Wow. Palme. Sieht ziemlich so aus. Da ist der Papa. Warte. Kannst du reinsehen. Wir müssen erstmal sauber machen. Hier, eine Station. Warte, mein Schatz. Na, so toll ist es nicht. Was ist das? Ich hab hier im Rucksack. Das sind wir. Warte. Vorne drin, gell? Vorne in dem Kleinen. Ach so. Warte. So. Prima. Ganz lieb. Kämpft nicht. Ich nehme mal Brokkoli für heute. Merci. Mal hier sowas für die Schwarzen Muffins. Was noch? Ah, du kriegst auch gleich was. Mach ich das auch? So ein Hefezopf. Immer eine frische Theke, oder? Lecker! Lecker, ja! Also freuen sich hier. Tomaten, nimm mal mit. Hallo. Ich
Ja. Ich habe gerade Lidl gekauft. T-Bone. T-Bone Steak. Kennst du nicht? Aus Amerika essen die immer nur T-Bone Steak. Das dauert 3 Jahre, bis es durch ist. Ja, super. Da verhungere ich ja. Bitte? Lachstraum. Leonie, guck mal hier. Was ist das? Paw Patrol. Und hier ist Peppa Pig, gell? Peppa Pig. Du bist auch bei Peppa Pig. Was ist denn das? Kokosnussreis. Aha. Ach, das war schlecht, Leute. Ich bin aber selber schuld. Wir haben nichts gefrühstückt. Oh, schöne Schuhe. Guck mal, die sehen ja cool aus. Gold. Und schick. Achso, ich zeig euch mal, was wir noch haben. Kekse, Brezeln, Frischkäse, Schinken. Das packen wir mal neben dir. Das wollte ich immer noch machen. Bitte? So, Roy bringt den Wagen weg, die nehme ich mit rein, die nimmt Lukas bestimmt mit. Sein Geldbeutel und Handy. Fahren wir nach Hause frühstücken. Mini. Also die Erdbeeren sind richtig wie gemalt, so schön. Wir haben vegane Minischnitzel für die Fahrt, die braten wir uns an, nehmen wir mit. Ein Stück Heimat! Mami! Ja. Sauerkraut und Kartoffeln. Weißt du, alles dabei? Die Leute werden die Hände über den Kopf zusammentragen. Leute, seid ihr faul. Das ist, Martha hat gesagt, ich soll das mitnehmen. Rucola für heute. Gnocchis. Frischkäse. Käse. So, warum ist das so nass hier? Keine Ahnung. Das spritzt raus! Oh Scheiße. Ja! Ah! Oh nee, der ganze Boden. Shit. Pass auf, nicht durchlatschen. Spritz raus! Achso, du musst oben den Druck auflassen. Ja, genau. Und dann machst du schnell ein Glas. Warte. Was könnte man jetzt tun? Das ist alles draußen. So, ich wische mal kurz. Moment. So, wir machen jetzt Pizza. Nehmen wir das jetzt drauf. Das hier, die frischen Tomaten. Und am Schluss Rucola. Hier haben wir noch Mozzarella. Schinken. Oliven. Was ist denn da los? So laut. Sie haben scheinbar noch nie in einer Mietwohnung gelebt. Doch. Da haben wir immer Ärger bekommen. Als Lukas mit dem Bobbycar rumgefahren ist. Ja, aber die Kleine nicht. Das war echt schlimm bei uns. Und vor allem die Ärger gemacht hat, war auch eine junge Mutter. Das aber trotzdem drunter. Ja, die nur drauf. Was? Die Soße, die mitgeliefert wurde. Ja, auch drauf. Mach mal richtig saftig. Lecker Schinken, Olive, Eier, Mozzarella. Nam, nam, nam. Ich habe mir bei Lidl so eine Schokolade mitgenommen. Fand ich echt mega ansprechend. Probiere ich jetzt mal. Mit Cornflakes und Kokos. Oh, lecker. So, ich gehe jetzt mit Papa zusammen zum Action, weil wir fahren übermorgen in Urlaub und Papa braucht dann eine Handyhalterung und so fürs Navi und so. Ja, deswegen fahren wir zu Action. Ja, wenn wir alles haben, zeigen wir es euch draußen. Bis gleich. Tschüss. So, wir sind jetzt vom Action zurück. Wir haben hier auf jeden Fall zweimal diese Schwämme. Und ja, jetzt waren wir noch bei Teddy. Also bei Action gab es diese Handyhalterungen nicht. Dann waren wir noch bei Teddy in der Stadt, gab es auch nicht. Und jetzt fahren wir bald zum Baumarkt und hoffen da, dass es da gibt. Ja. Wenn nicht, brauche ich
einen männlich-menschlichen Handyhalter. Ja. Tschüss. Weiß ich jetzt. Leonie. Habt ihr die ganze Geschichte erzählt schon, oder? Was? Dass ihr dieses Teil fürs Auto gesucht habt bei überall. Ah. Okay, dann brauche ich es nicht nochmal erzählen. Ja, ich glaube schon, Luca. Ja. Wollen wir bei Action? Ohne mich. Schweinerei. Aber nee, ich wollte nicht. Ich habe irgendwie. Ich habe oben sauber gemacht. Staub gesaugt. Wohnzimmer ordentlich gemacht. Ja, Selina hat mir auf jeden Fall geholfen. Wir beide haben alles sauber. Ich kann nicht mehr. Lukas und ich haben wieder Klamotten bei Shein bestellt. Ich zeige euch erstmal meins. Also, ich habe hier so ein T-Shirt. Erstmal das. Lukas hat auch eins an. Also, ein Outfit. Ganz von Shein. Das zeigt euch gleich. Dann habe ich so eins. Das kann man hier an den Seiten so binden. An den beiden. In weiß. Mama hat sich dann hier so eins gewünscht. In braun. Das hat Lukas aber bekommen. So. Lukas hat auch ein ganzes Outfit an. Wow. Also hier die Hose ist so etwas breiter. Und hier so ein Oversize-T-Shirt mit so vermischten Farbtönen, so zwei. So. Genau. Ja, finde ich sehr schön. Dann zeigt meine Mama ihr Schwangerschafts-T-Shirt. Ihr Mama. Vor der Schwangerschaft. Genau, aber ein schwarzes T-Shirt. Lukas hat sich dann so eins gekauft für den Sommer. So ein Basketball-Dingsbums. Ein Trikot sozusagen. Mhm. Für den Sommer auch gut. Wenn man so Sport betreibt oder so. Hier, das fand ich auch ganz süß, wegen dem Teddybär und so. Die Schrift waren auch schön und der hier die Hose vom Basketball-Ding. Halt. Ja. Normal. Sieht sehr schön aus. Und das war's. Tschüss! So, wir gehen jetzt runter. Papa macht Abendessen. Wir haben Lust auf Rührei mit Brot. Und Brezeln haben wir noch. Ich habe die Küche aufgeräumt. Er kocht. Genau. Und danach gehe ich das Video schneiden. Okay? Ja. Ja. Digga! 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 Hey, Digga! Hat auch Lukas hier beigebracht. Sagt, Digga! Digga! Ja, wir verabschieden uns. Morgen ist ja, wenn ihr das Video seht, Sonntag. Mal gucken, ob ich es morgen nochmal mitfilme. Du kannst doch während der Fahrt live gehen. Ja. Ich? Mal gucken. Aber wenn wir dort angekommen sind, dann können wir... Das habe ich noch nie gesehen. Mal zeigen. Dass jemand während der Fahrt als Beifahrer live geht. Ja. Sonst kannst du die Leute mitnehmen, nachts, wo wir gerade langfahren. Genau, nachts. Ich? Danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen und bis gleich morgen. Tschüss. Hallo. Sagst du auch Tschüss? Tschüss. Ich habe übrigens auch den Boden gewischt hier. Aha.